Hey Leute und herzlich willkommen auf dem Player Sub Channel. Ich bin euer Silphi und jetzt bin ich Mike. Ich hätte eigentlich nicht vor, das nochmal zu machen, aber ihr wisst ja beim letzten Video, wo wir das gemacht haben, wo ich auf Mike reagiert habe, war es so, dass ich zu euch gesagt habe, spammt ihr voll, spielt ihr so und jetzt spielt ihr hier auch eine Runde ja so und ich dachte mir, komm, warum machst du das Ganze nicht einfach nochmal? Wäre ja relativ cool. Ich hab nicht vor, dass das dauert, weiterzumachen oder irgendwie auf Mike oder sowas. Aber das ist ja hier eine Ausnahme, weil ihr habt Mike dazu gezwungen, durch den Kommentarspam Yasuo zu spielen. Von daher dachte ich mir, mache ich das nochmal. Ich habe im letzten Video gelesen, dass es Soundprobleme gab, was ja auch in Ordnung ist. Es war echt recht leise. Ich habe versucht, das jetzt zu fixen, aber das Problem ist, ich krieg den nicht lauter. Der ist hier auf maximal eingestellt bei mir. Mein OBS ist auch auf maximal. Von daher hoffe ich, dass es für euch okay ist, weil bei mir geht hier die halbe Ohrmuschel kaputt. Aber ja, wir reagieren auf Mr. Mike APs Yasuo. Und einige von euch meinten auch, Silphi, Mike spielt voll viel Yasuo und auch einen guten. Und dann dachte ich mir, okay, komm, guck es mir einfach mal an. Ich kenne das Video noch nicht. Ich wurde nur von euch angeschrieben auf Twitter, dass es raus ist. Von daher, lassen wir uns einfach mal überraschen. Mike? Seid ganz herzlich willkommen zu einer League of Legends. Ja, seid herzlich willkommen. Silphi ist der Coolste. Das kennen wir alles. Ja, ja, das müssen wir uns nicht anhören. Ich gerne ausprobieren möchte. Und die lautet Press the Attack. Ist im allerersten goldenen Precision-Baum, auch gerne von ADCs gesehen. Press the Attack basiert darauf, dass man 3 Auto-Attacks macht und anschließend hat man den Gegner dann quasi geschwächt und der Gegner erleidet mehr Schaden von anderen Quellen. Also für einen Yasuo, der relativ viele Auto-Attacks macht, eigentlich gar nicht so schlecht. Hört sich eigentlich ganz nice an, ne? Einige von euch werden bestimmt, also ich kann mir schon, die Hälfte davon kann ich mir schon denken, was ihr kleinen Timmys in die Kommentare schreiben werdet. Fifi, was ist mit Lethal Tempo, was los? Lethal Tempo ist sehr scheiße für die Lane, weil Lethal Tempo gibt euch ja Attack Speed nochmal drauf und bei Attack Speed ist das Ding, ihr müsst, warte mal, ich sollte mich hier glaube ich ein bisschen kleiner machen, oder? So, bei Lethal Tempo ist dann halt das Ding, ihr braucht erst Attack Speed, um viel aus dieser Attack Speed rauszuholen. Also ich kenne mich mit Yasuo nicht so ganz aus, aber ich würde sagen, Press the Attack ist auf der Lane ziemlich stark, währenddessen Lethal Tempo später echt gut reinholen kann, ne? Aber ja. Wir befinden uns in der Preseason in einem Normal und die Normals sind sehr verrückt momentan. Alle da hat er recht. Alles aus, ich sag's immer wieder. Man hat dann auch solche Teamkonstellationen wie Zed, Kha'Zix und Yasuo. Es ist egal, ob Full AP oder Full AD. Ja, das ist jedem legit egal. Wird einfach nur gespielt und getestet, worauf man Lust hat. Er spielt gegen Urgot, Leute. Ich glaube, er wird ziemlich hart fienden. Ich persönlich darf King Urgot spielen. Und ich wobei, wichtig ist eigentlich in diesem Matchup seine W. Wenn er seine W richtig einsetzt, kann Urgot fast gar keinen Damage machen. Weil er sollte mit die Beine blocken, so wie sein Piu, 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 Piu. Ich glaube, Urgot empfinde ich als übelste Maschine. Really? Hat er Maschine gesagt? War das so ein trockener Witz oder was war das? Ich habe selbst aus bisschen Respekt mal mit Jovans Schild gestartet. Aber wer weiß, vielleicht ist der Yasuo doch gar nicht so schlecht gegen Urgot. Leute, er macht den ersten Fehler. Er denkt, dass er Tanky bauen muss als Yasuo. Nein, die baut immer Full Damage. Doran Shield ist ziemlich nice, wenn er gegen euch poken möchte. Ich weiß nicht, ob ich Urgot als Poke-Champ klassifizieren würde. Generell, wenn ich auch so darüber nachdenke, mit der Windwall sollte eigentlich gar nicht so schlecht sein für ihn. Also zumindest nicht, bevor der Urgot scheiße viele Items fertig hat. Okay, hier sehr schön mit der Kuh, ne? Hat er die Lane eingepusht und versucht damit den Urgot anzugreifen. Okay, er hat auch Precision. Man sieht es an der Markierung um mich herum. Habt ihr es gesehen? Was soll denn der sonst mitnehmen? Hä? Jetzt Level 2, ne? Oh, gib ihm. Passt auf, Leute. Wenn ihr richtiger Yasuo Main seid, ne? Passt auf. Jetzt Level 2. Dann geht ihr rein, macht E Auto Attack Q. 2, ne? Das wäre viel cleaner gewesen. Ja, nice, wir haben den besseren Set. So wünsche ich mir das. Man hätte halt so nochmal etwas mehr Damage reinbekommen, wenn man E-Order-Attack-Q macht. Weil er dann so gesehen dreimal Damage auf den Gegner drauf macht, anstatt es wie hier nur zweimal. Und so wie es jetzt momentan in der ersten Wave aussieht, sieht sogar, er hat auch Doran-Schild. Trotzdem wirkt er so squishy.
Okay, wir machen unsere Erfahrungen mit Yasuo in der Preseason. Aha. Push ein, Kollege! Zack, Level 7 Yasuo. Wisst ihr? Ich dachte, seht ihr das hier, Leute? Das hier ist eine Kampfansage. Digga, wann spielt er Yasuo? What? Na, hier wieder sehr schön die Q um die Wave. Leute, Wave pushen im Early Game ist immer richtig nice. Es sei denn, der Jungler kommt und fistet euch. Wenn Mike, wenn dein Shield ready ist, dann gehst du traden. Ist immer besser. Aber ich glaube, er ist wieder gegankt. Kommt da der Gank oder? Oh. Warum läuft da die Krabbe so nach vorne? Er denkt, kommt mit. Okay, sein Maschinengewehr kommt. Wie war das bei Urgot, wenn er mich mit diesem komischen Projektil trifft, dann visiert sein, ich nenne mal, nenn's mal sein Maschinengewehr. Meint er seine Ulti? An. Ach so, okay, ja, er meint die Urgot Q. Oh, ja, das hier war schön rausgejubt. Und jetzt nochmal rein. Oh, mach doch Auto-Attack Q. Oh, wurde gefistet? Nein, wird er nicht. Mike, Auto-Attack Q. Mehr musst du nicht machen. Ich weiß, so ein EQ sieht immer super fancy aus. Aber Auto-Attack Q macht immer mehr Damage. Hey, ich war ziemlich lange CC. Und ich vergesse, dass ich eine Windwand habe. Digga, Windwand? Die verrät ja hier schon auf Deutsch. Er hat seinen Trank schon eingeschmissen, aber overall muss ich gerade feststellen, entweder ist der Urgott bad, okay, der Trade von mir war jetzt gerade auch bad, oder Yasuo kommt an sich ganz gut gegen Urgott klar. Ja, also ich glaube auch, dass der Urgott bad ist, weil er mit Doran Shield startet, nur eine Vermutung. Okay, die Windwand war... Ja. Mike, ehrlich, wir machen, gib ihm! Skrrr! Du sollst ihm... So geben, dass er die nicht zurückgeben kann. Er hat Shield, er überlebt was. Hä? Warum hat mein Knock-Up ihn nicht getroffen? Warte, was? Moment, Leute, nochmal in Slow Motion, okay? Nur weil es Mike ist. Hä? Wieso hat mein Knock-Up ihn nicht getroffen? Warum hat mein Knock-Up ihn nicht getroffen? Aber es hat nichts verändert. Er hat so oder so geflasht. Zum Thema. Easy peasy. Okay, man darf halt wirklich das Projektil nicht einsammeln, sonst kassiert man richtig krass. Ja, Ogre, das ist echt super strong. Oh, Refillable Potion? Refillable Potion? Mike, Refillable Potion! Er holt sich keine Potion. Ich freeze. In Korea seht ihr, dass jeder Laner sich eine Refillable Potion holt. Wenn man das Gold über hat natürlich, ne? Tausendmal besser. Echt? Okay, nice. Nice, good job. Ihn da zu canceln war worth it. Okay, ich freeze doch nicht. Ey, warum freest du nicht? TP erstens und zweitens. Schon kurz abgebrochen. Was hat er gesagt? TP erstens und zweitens. Schon kurz abgebrochen. Gerade weil er TP hat, freest du das. Wenn die Wave in eure Richtung hinpusht, ja, und das hat sie hier in dem Fall, oder? Doch. Oder? Doch, hat sie, ne? Ja, doch. Es sei denn jetzt hier ich zu dem Moment, wo das ja alles kaputt macht. Wenn der Urgott freest, wenn ihr den Freeze abbrecht von ihm und der Urgott TP hin, dann kommt der Urgott in eine sichere Zone. Karzik ist ja auch gerade Richtung Topside. Sollte er den Freeze zulassen, dass die Wave in seine Richtung hinpusht, also in Mikes Richtung, und der Ogre TP, ist er in einem sehr anfälligen... er ist halt sehr anfällig auf der Lane, weil der Ogre dann sehr weit rausgepusht ist. Zudem hätte er dem Ogre auch noch ein bisschen CSD nein können. Denn er hat TP erstens und zweitens schon kurz abgebrochen. Genau, weil du ihn abgebrochen hast, solltest du es doch nicht... Ah! Mike intet. Mike schenkt ihm CS. Und eine sichere Lane. Was hat er sich gekauft? Schuhe und Rüstung. Ich hab und die Refillable Potion. Zwei Dagger. Wir farmen beide recht even. Ich denke, wenn es irgendwann eine Zeit gibt, um es mal zu testen, wäre es Phantom Dancer. Du bist immer Phantom Dancer. What? Phantom Dancer, Tabi und Urgot macht echt wenig Damage. Okay, wobei, Yasuo ist halt immer noch sehr squishy.
Oh, die Windwall, ne? Ist hier sehr nice. Nice. Ogre hat das nächste Mal ready. Oh, er geht raus. Mike geht echt sehr früh raus. Gerade auch dann, wenn Ogre Cooldowns hat. Auto-Attack geht immer. Auto-Attack geht immer. Auto-Attack geht immer zwischendurch. Ganz seltsame Trades. Das ist legit das erste Mal, dass ich gegen den Urgott spiele. Leute, nach jedem Dash immer mal ein Auto-Attack auf den Gegner drauf machen. Das ist kein Joke. Gegen den neuen Urgott, weil ich bin ja kein Top-Laner. Ich glaube, Mike hat auch nur einmal Dinges geprockt. Press Attack. Nur einmal. Schon das Procken macht Damage. Ah, man sieht leider seine Runi, fällt mir auf. Jetzt bin ich Level 6. Jetzt hat er 6. Er wird aber auch Level 6 demnächst. Ja, so mit dem... kann er mich in seine Ketten ziehen. Ich denke mal so mit dem Cannon-Minion, Pi mal Daumen. Ah, nicht ganz, aber so ein, zwei Minions noch. Ist so gut. Momentan... Oh, gib ihm! Nice! Die Woodwall war etwas weird. Und jetzt ist er RIP. Jetzt ist er RIP. Ich denke nicht, dass er da rauskommt. Hätte man das besser spielen können? Gucken wir mal nach. So, hier. Ja, warum dasht er nicht einfach durch den Jax? Digga, der ist Level 4! Er hätte einfach durch den Jax durchdashen können. Hier nochmal eine Q machen. Auf Max Range. Jetzt ist er RIP. Da wäre er rausgekommen. Da wäre er auf jeden Fall rausgekommen. Oh Gott. Ja, da kam dann leider der Gank. Das ist dann immer so ein Ding bei Yasuos. Die werden immer einfach gegankt. Da denke ich gerade, fuck, jetzt läuft es. Immer wenn es läuft, wird man vom Jungler runtergedrückt. Leute, wir sind 7 Minuten in-game. Wir sind 7 Minuten in-game. Der Junge wurde noch gar nicht misshandelt. Ich hatte ein Game on-Stream gegen Ramos und Riven. Ich glaube, ich wurde 4-mal hintereinander getowerdived, wenn ich mich nicht irre. Das ist es, das heißt es, gegankt zu werden als Yasuo. Das hier nicht so ganz, ne? Generell einfach durch den Yasuo durch den Jax durchdashen. Weil der Ogre hatte ja gar keine Möglichkeit mehr gehabt zu gapclosen. Der hatte ja gar kein Mana mehr, also nicht viel. Hat auch schon bereits seinen Grab benutzt. Da wäre ich wirklich hinterhergekommen. CS-technisch habe ich noch 5 mehr. Der Jax hat leider dafür gesorgt, dass Urgott den Kill bekommt. Gut gemacht vom Jax an dieser Stelle. Aber es ist okay. Was ich sagen wollte, momentan sieht man natürlich noch nicht ganz so viel von Press the Attack, von der Key Mastery. Das wird erst später kommen, wenn man sich ein bisschen länger duelliert. Urgott hat insgesamt Total Exposure Damage 118 und ich habe Total Exposure Damage 48. Also hat ihm die Key Mastery bis jetzt mehr gebracht. Wir dürfen nicht vergessen, was Mike da gerade nicht drauf geachtet hat, ist der Damage an sich. Ab dem dritten Hit, den ihr macht, prockt ihr so oder so schon Bonus-Damage drauf und danach nochmal die Damage-Erhöhung. Aber Mike hat es auch öfters procken können. Er dasht sehr viel rum. Immer wenn er dasht, macht er Q. Aber so ein Dash, Auto-Attack-Q macht er nicht so wirklich oft. Eine Sache, die er aber eben gut gemacht hat, ist, als er den Knockout gemacht hat, hat er vorher noch einen Auto-Attack gemacht, bevor er die Ulti gemacht hat. Ich push leider leicht gegen ihn, oder? Sein Cannon-Minion stirbt früher. Er hat die Ninja-Tubbies. Ja, gut. Schade, ey. Das ist der Jax da kam, ey. Der miese Penner. Das war wirklich gerade ein Duell, wo ich den Urgott mal hatte. Jetzt bin ich mal gespannt. Urgott hat Tabi. Das wird jetzt echt schwieriger. Gang Top. Free. Immer. Jetzt ist es free, weil er lange Zeit einen Push haben wird. Immo schreibt man mit einem M. Immo heißt er in my opinion. Oh nice, der setzt schon da auszurasten. Warum pusht er das gegen? Jax ist tot. Er sollte es vermeiden, zu versuchen, die Gegner direkt zu pushen. Aber ich denke, man hätte nur versucht, die Wave ein bisschen auszugleichen. Oh, aufpassen, vor dem Grab aufpassen. Oh, gib ihm! Oh, nice! Stell dich auf die andere Seite hin! Das war ein interessanter Trade. Mit Makasis kommt nochmal. Ja, den bekommen sie nicht. Dude! LOL! 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 Der hat die Ulti auf mir! Wow! Okay, passt auf. Das hat er echt schlecht gemacht.
Passt auf. Ne, Sidestep. Ah, wobei, ich glaube, das war nicht mal nicht Sidestep da. So, das hier. Ne? Mach Q und dann E. Hat erst den Knockup. Macht jetzt seine W. Er hätte jetzt auf die andere Seite der Wand laufen sollen. Da, und danach den Knockup. Weil hier bleibt er stehen, lässt sich erstmal noch geben. Ne? Und dann kommt jetzt hier der Teil. Und den Rest kennen wir ja. So, jetzt kommt der K6. Er hätte hier schon einmal EQ machen können, weil seine Q war auch wieder ready, um sich ein Stack zu holen. Und hätte hier jetzt auch schon wieder früher laufen können. Und der Yasuo ist ein echt komplizierter Champion. War ernst gemeint. Dude, der hat die Ulti auf mir! Ne, der Kha'Zix hätte nicht bleiben können. Was sollen da machen? Ogre tötet beide. Lol, dass er sich da nicht wenigstens noch vor den Auto-Attack schmeißt. Da ist Oha, der Kha'Zix! Das war so schön gebaitet. Warte mal, Moment mal. Das war so schön gebaitet, Leute. Warte, wo ist das? Hier ist ein Knockup. Den benutzt er hierhin auf die Minions. Und nicht geht damit nochmal neu auf den Ogre drauf. Ich glaube nicht mal, dass er wusste, dass Kha'Zix da ist. Okay, ne? Hatten wir bereits alles. Müssen wir nicht nochmal durchgehen. Ei, schreibt er. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist Ugrit nur Flash. Da hat er recht. Sollte aber aufpassen, Ugrit kann ich mit einer Kombo machen. Ich kenne mich aber mit Ugrits Mana-Kosten nicht ganz aus, bin ich ehrlich. Ich spiele nicht oft gegen Ugrit. Dann habe ich meinen Phantom Dancer. Sobald ich meinen Phantom Dancer habe, das ist halt ja so. Dann geht's ab. Sich Tabis früher zu holen, ist auch nicht schlecht. Der Ugrit wird nicht recallen, der wird auch bleiben. Ich kann noch eine Wave wahrscheinlich gut machen. Beweg dich im Gebüsch, beweg dich im Gebüsch, beweg dich im Gebüsch, das gibt dir Schild. Meine Ulti ist wieder... Beweg dich doch! Zu low. Beweg dich! Seine Füße sind aufgebraucht, seht ihr das? Er hat sich extra so hingestellt. Ja, beweg dich doch! Da sind sie respawned. Mike, warum bewegst du dich nicht? Hä? Worauf hat er jetzt gewartet? Entweder will er haben, dass Ogre weggeht. Und dann lässt er ihn weggehen oder nicht? Hä? Okay, jetzt macht ihr Ogre auf jeden Fall. Ogre hat mehr als genug Mana. Leute, wenn ihr Yasuo spielt, den Knockup-Q so lange wie möglich aufbewahren. Weil solange ihr den habt, denkt der Gegner sich, scheiße, ey. Dann der knockt mich ab. Dann muss ich aufpassen. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Kein Ogre ist ein Bastard-Top-Laner. Oh, Kha'Zix wollte doch gerade kommen. Gerade wieder umgedreht. Ja, Kha'Zix spielt im Mitte herum. Ist gut 72 von ihm. CS zu 72. Phantom Dancer eng. Gut, dass er ihn hier jetzt nicht abbricht. Wäre sehr gefährlich. Hätte der Ogre ihn gecatcht, wäre gestorben. Oh, noch ein Q drauf. Oh, Q drauf ist mit ihm für Knockup. Er hätte sich hier schon mal vor das Q holen können für Knockup und danach, wenn der Ogre da ist, zack, das mit ihm hochhauen. Oh, mir fehlt so wenig. Mir fehlt noch eine Wave. Oh oh. Oh oh. Jetzt muss er aufpassen. Hat er gebaut? Oh. Er hat doch entschieden, nee, jetzt habe ich so ein Fade. Und jetzt freest er hier. Ist gut vom Urgott, muss ich so sagen. Der macht das echt schlau, ey. Der ist richtig am Tryern. Ja, ja. Oh lol. Mike ist tot, oder? Er ist tot. Hat er Flash? Mike hat Flash. Aber dann hat Urgott auch Flash. Oh, das war geboostet vom Urgott. Der hätte warten müssen. Jetzt hat er kein Flash und kein TP. Und ich TP mich jetzt. Und dann hast du auch kein Flash und TP. Werd früh Ulti haben mit Phantom Dancer. Bitte lieber Jax, komm nicht auf meine Lane. Ich will dieses Matchup gerne mal auskosten. Das wird er trotzdem nicht gewinnen. Der Urgott macht ihn trotzdem. Ich spiele schon mal top gegen den Urgott. Ich will es gerne mal lernen. Oh, schöne Windwall. Wobei, kam halt erst nach dem Maschinengewehr. Wenn das Maschinengewehr kommt, muss Mike nur um die Wand herumspielen. Dancer.
Lol, der... Diven kann ich ihn zwar nicht. Der Zed gönnt sich aber total. Ah, die Q hat leider nicht getroffen. Ich glaube, dass Jax Besseres zu tun hat, als in die Mitte, als auf die Top zu kommen. Leute, wer countet wen? Ist Urgot gut gegen ihn so? Ich denke mir, Urgot sollte... Also eigentlich... Leute, ich kenne das Matchup selber nicht, ne? Eigentlich sollte das Yasuo gewinnen. Die Windwall blockt zu viel von Urgots Damage ab. Man muss sich nur richtig positionieren. Man muss sich selbst noch richtig positionieren und die Wand richtig positionieren. Ich weiß nicht, wie das später aussieht, aber ich denke schon. Yasuo im Late Game ist super strong. Nice. Ich lasse ihn nicht von der Lane. Wofür waren die Windwall? Die war weird. Die Windwall muss man hier schlau einsetzen. Nee, Jax ist Botzeit. Muss man hier echt schlau einsetzen. Ah, farmt gut. Dagegen kann ich nichts sagen. Er farmt echt gut. Der möchte ihn grabben. Oh lol, hätte er sich jetzt da grabben lassen. Ich glaube, er wäre innerlich gestorben. Okay, nice. Er pokt ihn also runter. Aber er bewegt sich nach vorne. Warum denn? Will da jemand ganken? Und die jetzt kann ich glaub... Benutzt nicht die Windwall, bevor er seine W nicht anmacht. So wichtig, Leute. Wenn euch Ogre mit der Q trifft, scheiß drauf. Sein Piu, 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 Piu ist viel wichtiger. Ich fast dive, ich weiß es nicht. Man darf bei Ogre nicht vergessen, er hat dieses fette Ultra-Mega-Schild, wenn er will. Wenn ich zu dich dran gehe, dann flippt er mich nach vorne. Ich glaube, ich muss damit leben, ihn einfach so weiter auszupushen. Hat er sein Q auf die ganze Wave gemacht? Oh, nicht so greedy, nicht so greedy. Nice. Okay, jetzt wäre ich greedy. Jetzt wäre ich für sich greedy, aber ich würde es nicht machen. Okay, er denied ihm die Minions. Ah, da muss man aufpassen, Leute. Diese Windwall ist so wichtig in diesem Matchup. Okay, jetzt kommt der Urgot weg. Oder? Oh, wohl nicht. Mike, tu es nicht. Er lässt sich gerade so viele Tower-Hits geben. Kha'Zix ist in der Nähe. Kha'Zix ist der in der Nähe. Nicht. Ich konnte einiges an CS gerade ziemlich gut im Freefarm-Modus holen. Nee, das wird nix. Nee, jetzt ist Urgot weg. Jetzt ist er weg. Oh nein! Lass ihn doch weg! Ja, aber der Jax kommt auch. Er ist fast tot. Low. Inzwischen kann er mich ulten? Nee. Oh oh. What? Also die Idee hier war eigentlich ganz nice, ne? Kha'Zix ist ja auch gerade auf dem Weg. Er hätte hier vorlaufen können für einen Auto-Attack noch. Er hätte ihn sogar noch... Moment mal. So ein Knock-Up, ne? Auto-Attack-Ulti hätte ich hier noch machen können. Hätte er Auto-Attack Ulti gemacht und nach der Ulti noch ein Auto-Attack, wäre der Urgot auf jeden Fall gestorben. Jax ist um. Jax ist um. Jax ist um. Okay, sein Ulti ist raus, mein Ulti ist raus. Jetzt habe ich 1000. Ah, Jax, are you serious? Willst du. Ah. Ich will nochmal abbrechen hier. Das darf seine eigene Medizin kosten. Oh. Den können sie sich holen, den können sie sich holen. Mike, kannst du holen, sag keine Pussy. Oh, schade. Hätte er da früher drauf committed, wäre es kein Problem gewesen. Beziehungsweise wäre die Chance besser gewesen, ihn umzubringen. Blade of the Rune King? Nein, Tabi, 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 Tabi. Blade of the Rune King, eine feine Sache. Tabi. Okay, Leute. Ehrlich gesagt ist das für mich ein ziemlich normales Top-Lane-Duell. Ich merke nicht wirklich viel von der Keymastery. Die Keymastery hat mir auch jetzt hier 154 oder 314 gebracht. Und bei Urgot ist das deutlich mehr. Woran genau das liegt, kann ich gerade nicht sagen. Ich habe fast das Gefühl, dass ich mehr Qs auf ihn treffe als er. Du musst ja auch 3 Auto-Attacks hintereinander hinbekommen. Das ist ja das Wichtige. Und davon kommt einfach nicht viel.
Ja, der Tabi ist viel zu gut. Jax Auto-Tech-lastig. Urgot sehr Auto-Tech-lastig oder noch sehr Physical Damage-lastig. Die Gegner haben nochmal einen Zap, Physical Damage. Die Gegner haben einen AD-Carry. Physical Damage, ne? Auto-Attacks auf mich. Er hat mich getroffen. Achso, nur eine Sache, die wir noch haben. Ich denke nicht, dass Borg hier gut ist. Aus dem Grund, Urgot baut ja recht tanky, ne, mit sehr viel Rüstung, mit sehr viel Leben und jedem Dinge sage ich nichts. Aber wenn man crittet, während Amelia so seine Ulti gemacht hat, also der Lifesteal ist nice, denke ich nichts. Aber könnte man sich einfach nur einen Vampiric holen. Wenn man crittet, bekommt man diese Bonus-Armor-Penetration. Und mit der zerstört man Urgot, glaube ich, dann doch schneller. Ich bin mir hierbei nicht ganz sicher, ich würde nicht dafür meine Hand ins Feuer legen. Aber ich denke, Infinity wäre hier besser. Okay, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Jetzt gibt er ihm. Nice, nice. Durch die Mini-Station. Aufpassen. Okay, er hat sein Pew-Pew wieder. Mist. Ich glaube, war das clean überhaupt? Warte mal. Oh, hier hat er seinen 1-Stack nicht bekommen. Leute, das war super komisch. Okay. Okay, das war eigentlich ganz clean. Mist! Nice. Er hat seine Ulti, glaube ich, ne? Ne, hat er schon benutzt. Wenn ich es richtig gesehen habe. Hat der Urgot noch geultet, Fragezeichen? Was war denn das? Er hat seine Ulti, glaube ich, ne? Das war ein super komischer Flash. So, Windwall geht nach hinten. E, ne, da hat Susanna ihre Dingens gemacht. Er ist verfrüht über ihn geflasht, was in Ordnung ist, und hat dann super spät seine Q gemacht. Hat der Urgot sah echt weird aus. Fragezeichen? Das ist meine Freundin! LOL, sie spielt Tristana. Echt? Wie ich es einfach nicht gerafft habe, wie ich es einfach nicht gecheckt kriege. Nice Dive Synergie Kappa. Oh! Oh! Tabi! Das war zumindest der Plan. Ob das letztendlich war, weiß ich nicht. Okay, wir haben Touren bekommen. Ninja Tabis. Er hat nur 17 Minuten dafür gebraucht. Es war ein relativ schönes 1v1 gegen Urgot. Ja, kann man sagen. War echt gut eigentlich. Habe ich jetzt ein bisschen was reinholen können an Precision? Ja, 300. Es ging hoch. Jetzt habe ich mehr als der Urgot plötzlich. Also da muss wirklich einiges an Auto-Attacks draufklatschen. Und das konnte ich hier oben gerade ziemlich gut stacken. Und schon hat sich Press the Attack ein bisschen gelohnt. Aber es fühlt sich immer noch nicht wirklich besser an als, keine Ahnung, sowas wie früher Favor of Battle, wo man auch hochgestackt hat. Ja, Favor ist um einiges besser. Da fühlt sich das ein bisschen schwächer an. Jetzt hätte ich vielleicht doch Infinity Edge spawnen sollen, weil die Laning ist Phase ist vorbei. Mein Team dominiert. Das wird es wahrscheinlich schon fast gewesen sein. Ja, Split-Push, ne? Aber was soll er sonst machen? Leute, wenn ihr mit ihr so nicht Split-Push, seid ihr am hinten. Irgendwie recht einseitig. Nee, das ist League of Legends. Ganz League of Legends gerade recht einseitig. Weil es sehr Snowball-lastig ist. Oh, der Jax macht 1v9. Was ein Gott. Ich hab irgendwie das Gefühl, Mikes Team spielt gerade ohne ihn. No Flame, no Flame. Oh, mach den Rap-Off. Oh, komm. Wir nehmen an Farm, was wir kriegen können. Pass auf, Mike. Nein. Hier ist noch ziemlich viel Farm. Ah, kann auch gleich weggehen für den BF. Wenn er will. Oh, oder so. Das wird spannend. Wisst ihr, geht jetzt 2 gegen 1 rein und sagt, es wird spannend. Hä? Wollt ihr ihn euch nicht abholen? Oh, sauber.
it worked! Ah. Also Moment mal, da müssen wir sagen, ein 2 gegen 1 ist nicht unbedingt spannend, du Dreckstürke. Das ist ein Türken-Move, Leute. 2 gegen 1 reinzugehen, ist ein Türken-Move. Aber der Jump über Grump war nice. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass er ihn verkackt, weil ich ihn auch immer noch verkacke. Aber die Windwall war wieder super weird. Also, gegen Urgot niemals mit der Windwall starten. Ich würde immer erst ein Piu, 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 Piu Windwallen. Viel wichtiger. Ah, Tristana Jungle. Okay, es ist keine Tristana Jungle, aber Mary, meine Freundin, Kartoffel mit Speck. Geht mir fremd. Ich dachte, ich bin was Besonderes. Ja, der Slide über den Grump hat auch super funktioniert, so habe ich mir den vorgestellt. Ja, das war sexy, das war echt sexy. Und damit hätten wir jetzt unser Blade, die hier jetzt kommen langsam. Man darf nicht vergessen, es ist vorbei, ne? Jetzt ist vorbei. Nein. Ich hätte mir mal Blade leisten können. Nein! Surrendern. Und Yasuo ist ja auch ein Late-Game-Champion, also eigentlich hätte ich jetzt meine Items voll. Ich hätte gerne noch gesehen, wie viel uns Precision am Ende Digga, du hast Phantom Dancer und Borg, da hast du nicht deine Items voll! ...gebracht hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Press the Attack, das war das Game zu der Key Mastery im ersten, ich nenn's mal Tree, im ersten Talentbaum. Hoffe, euch hat es gefallen. Ein Yasuo Gameplay in der Preseason. Schreibt in die Kommentare, wie ihr gerade die Preseason empfindet. Leute, ihr habt's gehört. Schreibt in meine Kommentare, wie ihr die Preseason gerade findet. Nein, das hier war's mit der... Leute, wie gesagt, ich mache das nicht weiter mit Mike. Ne? Das war jetzt einfach nur... Einmal habe ich das so just for fun gemacht, weil es eine Idee von euch war. Jetzt habe ich es einfach nochmal gemacht, weil ihr ihm durch wegen mir Yasuo vorgeschlagen habt. Von daher haben wir auch hier das Gameplay. Das werde ich jetzt nicht so weitermachen bei ihm. Ne? Also wundert euch nicht. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde es so, diese Analysen zu machen, eigentlich immer ganz lustig, wenn ich ehrlich sein soll. Sind zwar ein bisschen gechillter und sowas, ne? Aber wir werden immer noch unsere normalen haben. Aber auf jeden Fall, ich bin da noch erstmal weg. Tschüss, tschüss, hau die rein und bis zum nächsten Mal.